Ich denke, es ist wichtig anzuerkennen, dass es viele verschiedene Perspektiven zu Gender und Feminismus gibt. Und obwohl einige mit bestimmten Aspekten dieser Bewegungen möglicherweise nicht einverstanden sind, ist es entscheidend, das Gespräch am Laufen zu halten und offen für unterschiedliche Standpunkte zu sein. Eine Möglichkeit, eine bessere Communication zwischen Männern und Frauen zu fordern, besteht darin, sich aktiv die Erfahrungen, Sorgen und Meinungen des anderen anzuhören. Wir sollten darauf abzielen, sichere Räume zu schaffen, in denen sich sowohl Männer als auch Frauen wohlfühlen, wenn sie ihre Gedanken und Gefühle teilen, ohne Angst haben zu müssen, beurteilt oder entlassen zu werden. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass sowohl Männer als auch Frauen aufgrund ihres Geschlechts einzigartigen Herausforderungen und gesellschaftlichem Druck ausgesetzt sind. Indem wir diese Unterschiede anerkennen, können wir die Kämpfe des anderen besser verstehen und uns in sie einfühlen. Beispielsweise können Männer unter Druck stehen, sich traditionellen männlichen Rollen anzupassen, während von Frauen erwartet werden kann, dass sie sich an bestimmte Schönheitsstandards halten. Indem wir diese Normen und Erwartungen hinterfragen, können wir ein integrativeres und unterstützenderes Umfeld für alle schaffen. Bildung ist eine weitere Schlüsselkomponente zur Verbesserung der Geschlechterbeziehungen. Dazu gehört, dass wir uns über die Geschichte der Ungleichheit der Geschlechter informieren, wie sie in der heutigen Gesellschaft fortbesteht und wie wir zusammenarbeiten können, um sie abzubauen. Es ist wichtig, dass sowohl Männer als auch Frauen über diese Themen aufgeklärt werden, damit sie wirksame Verbündete im Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter sein können. Schließlich müssen wir uns bemühen, Empathie und Mitgefühl in unseren Interaktionen mit anderen zu üben. Es kann zwar schwierig sein, sich in die Lage eines anderen zu versetzen, aber diversity, seine Erfahrungen zu verstehen und sich in sie einzufühlen, kann zu sinnvolleren Verbindungen und einem tieferen Verständnis der Herausforderungen führen, denen er gegenübersteht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verbesserung der Beziehung zwischen Männern und Frauen auf Geschlossenheit, Verständnis, Empathie und Bildung erfordert. Indem wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen, können wir eine gleichberechtigtere und harmonischere Gesellschaft für alle schaffen.